Hallo liebe Trader-Gemeinde, mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen diesen Clip, weil Sie ein bisschen was über Nordex erfahren wollen. Wir haben den 1. Juli, Montag, und ich beginne den Film um 17.50 Uhr. Alternative Energien kommt immer mal wieder hoch, egal ob es E-Mobilität ist oder hier zum Beispiel Windkraft, Solar. Ist immer wieder ganz interessant und vielleicht besteht uns ja ein politischer Wandel in Deutschland bevor, deswegen kann man sich das ruhig mal ein bisschen genauer anschauen. Das hier, wie gesagt, ist der Wochenchart in Nordex, eine Kerze, eine Woche, und zwar seit 2001. Die Freunde waren um die 100 und machen also enorme Bewegungen. Hier runter bis zur 1, dann wieder hoch bis zur 40, dann wieder runter bis zur 2,50 und wieder hoch. Das ist nochmal der Langfristchart. Das ist also echt schon mal eine richtige Achterbahn. Ich gehe mal mit Ihnen auf den Tag. Das ist jetzt der Tageschart, sprich eine Kerze, ein Tag. Und Sie sehen diese Linie, die ich hier schon eingezeichnet habe. Ich kann die gerne noch ein bisschen größer machen, ein bisschen dicker, dass man sie besser sieht. Das ist eine Linie, die für mich recht wichtig ist. Denn wir hatten hier einen Kurssprung, das war Anfang März, und sind von da aus dann hochgestiegen von der rund 12 hoch bis zur fast 16. Haben wieder aufgesetzt, abgefedert. Und seit mehreren Tagen handeln wir jetzt um die 12 herum, immer etwas drüber. Diese Linie, diese horizontale Unterstützung, ist für mich recht wichtig. Ich kann aber noch eine Linie ziehen. Und dazu mache ich den Chart mal ein bisschen größer. Und die sieht so aus. Ich verbinde schlicht und ergreifend die Hochpunkte. Was der Wert gemacht hat in den letzten Wochen, ist eigentlich hier ein untergeordneter Aufwärtstrend. Und er korrigiert diesen aus. Vor diesem Hintergrund ist die Technik insgesamt schon wieder recht tief, aber auf die komme ich gleich nochmal. Dieser Downtrend, den wir hier haben, liegt momentan, also heute hier am Montag, bei 12,81 und fällt jeden Tag um 4 Cent. Und das wird ein Punkt sein, da kommen wir näher nochmal dran, wenn es um die Optionsscheine geht. Von den Bollinger Bändern her, gehen wir Stück für Stück mal durch, habe ich momentan keine Signalwirkung. Wir sind um die zwischen 10 und 20 Tage Linie herum. Wir haben heute einen sogenannten Umbrella Inverted Umbrella Doji gemacht. Erstmal nichts Schlimmes, ja, aber diese Linie muss als Support, als Unterstützung halten. Das ist ganz wichtig, die 12. Vom MACD her werden wir leicht positiv, sowohl über die traditionelle Sichtweise als auch über die moderne. Das Histogramm wird, auch wenn es hier kaum auffällt, wird etwas größer wieder. Und ich bekomme ein Kaufsignal über den Oszillator, den ich präferiere, über die Slow Stochastic. Wir kommen heute über die 20, das ist für mich ein H8-Signal. Ich möchte es mal so formulieren. Wenn der Wert diesen Trend 12,81 heute, jeden Tag 4 Cent nach unten, mit Schlusskurs überbietet, ist er meines Erachtens nach frei bis wenigstens 14, wenn nicht sogar 15. Dann gilt diese Korrektur als abgeschlossen. Andererseits muss man da eingehend aufpassen, dass diese Unterstützung hier bei 12 nicht nachhaltig gebrochen wird. Auch bitte mit Schlusskurs. Nur mal kurz drunter und dann wieder hoch gilt nichts für mich, nicht als gebrochen. Vor diesem Hintergrund gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich dem Wert von der Position her anzunähern. Und ich gehe jetzt mal mit Ihnen in die Optionen rein, um zu schauen, was die UniCredit so bietet. Ich mache das mal hier runter. Wir reden in diesem Clip nur über die K.O.-Produkte. Ich finde das wesentlich einfacher. Und wenn ich mir einen Longschein aussuche, darf ich den nicht zu knapp hier unten drunter setzen, sondern ich muss den schon so ungefähr bei 11 ansiedeln. Ich bleibe bei Long. Mir ist es jetzt erstmal egal, ob er limitiert oder unlimitiert ist. Und ich ziehe den Hebel hoch auf 10. Das hier ist durchaus eine Option, die man sich anschauen kann. Das ist ein Basispreis 11,13, hat also ein 10er Hebel. 11,13 liegt ungefähr hier, unterhalb des Bandes und mit deutlichem Abstand zu diesem Support bei 12. Das wäre die Kennnummer HX8C49. HX8C49. Dieser Call kommt allerdings nur dann in Frage, wenn der Wert wirklich diesen Downtrend hier bei heute 12,81, morgen 12,77 mit Schlusskurs überbietet. Idealerweise, wenn er gleich dieses kleine Zwischenhoch hier auch nochmal rausnimmt. Erst dann kommt er in Frage. Das ist also ein Schein für die Watchlist. Für die Puts gehe ich auf die Seite Short. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir, wenn wir jetzt das Fadenkreuz hier reinmachen,
ihn nicht direkt hinter diesen Trend setzen sollten, sondern auch mit ein bisschen Abstand. 13,37. Der kommt allerdings auch erst dann in Frage, wenn wir diese horizontale Unterstützung hier mit Schlusskurs unterbieten. Weil ich dann davon ausgehen muss, dass wir wenigstens nochmal die 200-Tage-Linie um die 10,60 touchieren. 13,35 ist also das letzte Zwischenhoch hier. Und etwas drüber würde ich gern einen Put dann ansiedeln. Und das wäre dann dieser hier mit der Basis 13,43. Das ist die Kennnummer HZ01L7. Hat momentan einen 11,5er Hebel. Der wird, wenn die Aktie ein bisschen fällt, ein bisschen geringer werden. Aber das halte ich für durchaus interessant. Beide Scheine sind gedacht für die Watchlist. Der Call zu kaufen eher, wenn wir hier drüber gehen, über diesen Downtrend. Der Put, wenn wir die horizontale Unterstützung unterbieten. Zahlen gibt es von der Nordex erst am 5.8. Aber die bringen ordentlich Aufträge rein, sodass ich mir da nicht so sehr Gedanken mache, dass die negativ sein könnten. Auffallend ist lediglich, dass die Zahlen oder vielmehr die Gewinne werden fast gar nicht mehr in Europa gemacht, sondern der letzte Auftrag kam dann aus Amerika. Und das heißt, sie sind jetzt wirklich weltweit aufgestellt. Ich wünsche Ihnen ein Heavy Trading und fette Beute. Bye bye.